Die neue Generation des Ford Ranger ist nichts anderes als ein Schweizer Taschenmesser mit Allradantrieb. Egal ob Arbeit, Sport und Spiel, der Ford Pickup macht alles mit. Mit drei verschiedenen Kabinenvarianten passt sich der Ranger maßgeschneidert an Ihre Bedürfnisse an. Für sein Geld erhält man ein Maximum an Auto. 5,40 Meter Länge, 1,85 Meter Breite und fast genauso viel Höhe. Eine Kubatur, die vielleicht ein wenig zu groß für die Wiener Innenstadt sein mag, aber für die Expedition nach Ghana oder den Jagdausflug nach Ischl genau richtig. Es sind Zahlen, die beeindrucken beim neuen Ford Ranger. 3.550 Kilo Anhängelast, 980 Kilo Zuladung oder 1,8 Kubikmeter Ladegut transportieren bei der Einzelkabinenvariante. Die Motorenpalette kann sich sehen lassen. 2,2 Liter Duratec TDCi Motoren mit Bearic Drehmoment von 125 PS bis zu satten 200 PS. Die Innenausstattung ist dabei direkt aus der Pkw-Abteilung von Ford übernommen worden. Leder, Unterhaltungselektronik und Sicherheitsfeatures stehen auf dem neuesten Stand der Technik und stehen je nach Ausstattungsvariante serienmäßig zur Verfügung. Auf der Straße überzeugt der neue Ford Ranger mit durchzugsstarken Motoren, manuellem Sechsgang- oder Automatikgetriebe und einem sicheren Fahrverhalten bei jedem Wetter. Ja, und ansonsten genießen Sie im Ford Ranger Pkw-ähnliches Fahrgefühl. Und ich meine das genau so, wie ich es sage. Hier auf asphaltierter Straße geht Ihnen mit Sicherheit nichts ab. Navigationssystem, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Sitzheizung und noch vieles mehr. Und auch fahrdynamisch setzt Ford beim Ranger auf jede Menge Elektronik. Ein erweitertes ESP stabilisiert schlingernde Anhänger, sorgt für Traktion auf losem Untergrund und verhindert Überschläge bereits im Ansatz. Ebenfalls erwähnenswert ist das umfangreiche Zubehörprogramm von Ford, das von der Laderaumwanne bis hin zum Hardtop keine Wünsche offen lässt. Das Beeindruckendste an so einem Auto sind natürlich nicht die Eigenschaften auf der Straße. Der Fahrkomfort ist trotz Blattfederung auf der Hinterachse okay, aber richtig seine Kraft und sein Schick entfalten kann dieses Auto im Gelände. Wenn ein Moderator was erzählt, dann muss man ihm nicht unbedingt glauben. Darum zeige ich Ihnen jetzt den Prospekt und Sie sehen, wir haben eine maximale Bodenfreiheit von 230 mm, das ist sehr ordentlich. Böschungswinkel vorn 28 Grad, hinten ebenfalls Rampenwinkel 25 Grad, Wattiefe 800 mm. Da hat uns die Petra Eiginger gesagt, das sollen wir tunlichst nicht ausprobieren. Aber was wir Ihnen zeigen können, ist die Steigfähigkeit und die ist beeindruckend. So, damit ist das Auto bereit, um ins Gelände zu gehen und zwar ins richtig harte Gelände. Geländeuntersetzung ist drinnen, Allrad ist drinnen. Wir gehen auf 2500 Touren und wir steigen ca. 32 Grad steil in die Höhe. Das Auto regelt sich wunderbar selbst ein und wir haben den Gipfel erklommen. So. Hinauffahren ist die eine Sache, aber wie kommt man runter? Runter ist die Angst oft größer. Die Ford-Ingenieure haben das gewusst und haben ein kluges Knöpfchen eingebaut. Erste rein, Bergabfahrhilfe und dann runter von der Kupplung und runter von der Bremse. Und das Auto bremst sich von ganz alleine ein und wir fahren auch die 32 Grad jetzt wieder runter. Ich mache überhaupt nichts. Ich bin von den Pedalen weg, das Auto fährt mit weniger als Schrittgeschwindigkeit hier diesen steilen Hügel hinunter, es ist wirklich beeindruckend. Der Ford Ranger ist ein Auto, das mit einem durch dick und dünn geht. Ein echter Working Class Hero. Und auch bei den Preisen hat Ford dafür gesorgt, dass der Ranger leistbar bleibt, wie Ford Eiginger Nutzfahrzeugberater Reinhard Pflügel versichert. Den Einsteigerpreis. Einsteigermodell ab 27.200 ist man dabei, er ist oberbefreit, vorsteuerabzugsfähig
Also alles, was das Herz begehrt.